Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Jojo Vogel. Ich bin hier in Schrecks Sumpf. Ja, stimmt wirklich. Ich bin hier bei Schreck. Oh, da ist er auch und er redet mit mir. Er sagt, hey du, greif uns hier, dieses Objekt. Ich möchte mich erstmal kurz vorstellen. Baue Dinge mit den Münzen. Was für Münzen denn? Ich bin soweit noch gar nicht. Ich wollte Hallo sagen. Boah, voll cool. Du bist ja richtig hier und bewegst dich richtig cool. Das sieht gar nicht aus wie ein anderes Roblox-Spiel, wo das irgendwie ein bisschen Roblox-haft aussieht, sage ich mal. Sondern so richtig krass gut. Wow, da hat sich echt jemand richtig Mühe gegeben, Shrek hier zu machen. Und jetzt ist Shrek hier. Und ich bin ein Noob-Dorf-Bewohner, steht da. Okay, also ich mache jetzt das, was du sagst. Kassetten greifen. Wie denn? Da? Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ach so, ich ziehe die einfach hinter mir her. Das ist ja was. Hier über die Ziellinie und geschafft. Und jetzt kann ich hier drauf drücken. Für eine Münze habe ich den Wald bekommen. Ach so. Okay, so ist das also. Ich muss Aufgaben erledigen und dafür kriege ich Münzen und davon kann ich dann Sachen bauen. Und dann wahrscheinlich habe ich irgendwann den ganzen Sumpf hier fertig und den Wald und mal sehen, was ich dort doch alles hier finde. Oh, hoffentlich treffe ich Esel. Den Esel finde ich echt am besten von allen. Der ist richtig lustig. Und Fiona ist auch cool. Und natürlich du, Schreck. Keine Sorge, dich habe ich nicht vergessen. Okay, also 15 Münzen habe ich, glaube ich. Schreckmünzen. Was habe ich hier denn gerade eigentlich gebaut? So ein Lagerfeuer? Oh, eine leckere Bratwurst. Die hätte ich jetzt auch gerne. Okay, und für eine Münze kann ich eine Brücke bauen. Das ist ja alles sehr gut. Das ist ja gar nicht so teuer bisher. Das gefällt mir. Oh, das sieht da so cool aus hier. Schaut mal, Leute. Oh mein Gott. Also, Schilder für eine Münze. Und Zaun und Bäume habe ich dafür aber auch noch sogar bekommen. Oh, wer hat den Schreck so gemalt? So sieht er doch gar nicht aus. Das sieht doch voll nett aus eigentlich. Und da steht, es geht Richtung Sumpf. Ach so, das da hinten ist dein Sumpf doch gar nicht. Und was machst du denn da? Hast mich wahrscheinlich einfach nur in Empfang genommen. Sehr freundlich, Schreck. Sehr freundlich. Okay, öffne den Weg für eine Münze. Habe ich gemacht. Okay, dann kann ich hier jetzt durch und dann geht's ab in den Wald. Oh, Schreck redet mit mir. Er sagt, ich sehe dich unten im Sumpf. Er ist doch gar nicht an mir vorbeigegangen. Hast du einen Geheimweg oder was? Warum darf ich da nicht mitkommen? Viel Spaß steht hier und das hat bestimmt Schreck geschrieben. Vielleicht ist er jetzt auch ein Bagia oder so. Aber er hat gar nicht Tada gesagt. Normalerweise muss man Tada sagen, wenn man ein Zauberkunststück vorführt. Egal. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Oh, ist das hier König der Löwen jetzt? Guck mal, ich bin Simba. Da, 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 da. Okay. Nee, ist Schreck hier ja und nicht Disney. Hui. Und jetzt habe ich... Was ist denn jetzt los? Okay, Belohnung. Sitzungsbelohnung, tägliche Belohnung. Logge dich alle 24 Stunden ein, um meinen Streak am Laufen zu halten. Tag 1, das ist heute. Dann hätte ich das doch jetzt gerne. Bitte her damit. Gib mir 150 Münzen. Yay, geschafft. Oh, wer ist das denn? Hallo, bist du Fiona? Nee, du siehst nicht aus wie Fiona. Du bist auch blau und nicht grün. Hier ist auf jeden Fall Platz, da könnte auch irgendwas hinkommen. Oh, und ich muss Buchstaben finden. O, N, K und. Ach so, oh, nochmal 300 Münzen. Wofür das denn jetzt? Oh, wow, jetzt habe ich schon 461. Und hier kostet immer noch alles nur eine Münze. Da habe ich ja ratzfatz alles fertig. Cool. Also, wir machen ein paar Lampen hier dran. Das sieht sehr schön aus. Wirklich sehr, sehr schön. Hier ist auf jeden Fall Platz für eine Hütte zum Beispiel. Schreck, willst du nicht da wohnen? Was ist denn da los? Was ist das denn für eine riesige Maus? Warum sehen denn die alle so komisch aus? Wobei, es ist Schreck. Da sind die ganzen komischen Märchenfiguren ja auch. Dann macht das wohl Sinn. Okay, ich habe Tag bekommen. Und hier ist ein Leikometer. Belohnung beanspruchen. Ja, bitte. Schon wieder 300 Münzen? Wofür denn? Also, nehme ich gerne, aber warum? Okay, was mache ich hier? Beenden? Ach, eine Ziellinie habe ich hier hingemacht. Okay, das heißt, obwohl das hier alles so schön gemacht ist und designt ist und sowas, das mit dem Englisch haben die hier noch nicht besser hinbekommen. Da steht einfach beenden. Ich will nicht beenden, aber es ist halt die Ziellinie. Guck mal, ein lustiger Frosch. Das ist eine Froschkugel. Was machst du eigentlich hier? Was machst du da? Oh, Lord Farquaad. Witzig. Aber natürlich als Maske nur. Eine Schatztruhe. Ein Schwert. Das ist wahrscheinlich hier. Wie heißt denn das Schwert nochmal? Hm. Das war in Berlin und so. Der Spiegel aus Schneewittchen. Das ist doch hier die Frisur von der Fee. Von der guten Fee. Und Ohrenschmalzkerzen. Das kann ich ja machen. Und hier ist die beste Liste. Gesamtzahl der gezogenen Gegenstände. Hä, aber wie mache ich das denn?
Ach, hier steht ja noch mehr. Kraftstation Nullmützen. Und jetzt? Jetzt bin ich 2 stärker geworden. Oh, schon wieder neue Sachen aufgetaucht. Ach, gute Fees-Perücke. Okay. Genau, der magische Spiegel. Und Prinz Charmings Schwert. Oh, 2000 Münzen. So viel habe ich ja im Leben nicht. Und das epische Maskottchen. Kostet wieder Robux. Nein, das gibt es bei mir nicht. Ach so, und die Ohrenspalz. Die habe ich anscheinend auch bekommen, die Ohrenspalzkerzen. Okay, dann ziehe ich das. Dazu noch die Perücke. Und den Spiegel. Ups, ist umgefallen. Hä? Ach so, ich brauche mehr Stärke, um das alles zu ziehen. Jetzt verstehe ich. Dann lasse ich das mal wieder fallen. Das kann ich alles nicht ziehen, aber das hier schon, oder? Ja gut, das kriege ich immerhin hin. Dann einmal hier rüber. So, dafür habe ich Münzen bekommen. Und je mehr Münzen ich damit gewinne, desto stärker kann ich werden, weil ich kann hier immer wieder drauf gehen. Kann ich einfach öfter drauf drücken oder muss ich jedes Mal wieder hier drauf gehen für mehr Stärke? Reicht das jetzt wohl schon für irgendwas? Dann versuche ich jetzt mal die Perücke zu ziehen. Ja, das geht schon. Warum ist das hier so voll? Warum seid ihr alle hier? Lasst mich in Ruhe. Ich will hier selber alleine spielen. Oh, jetzt kostet auch schon 90 Münzen eine weitere Stärke. Upsi. Okay. Ah, warte, ich kann auch einfach mehrere Ohrenspalze machen hier. Wenn ich ganz langsam laufe, schaffe ich das. Oder wenn Leute mir nicht im Weg sind, dann vielleicht auch. Dafür habe ich jetzt gar nicht so wenig bekommen. Dann hole ich mir jetzt... Okay, ich kann mehr tragen. Oh, jetzt sind die mir schon wieder im Weg. Leute, hört auf, mir im Weg zu sein. Du gehst mir sowas von auf die Nerven. Oh Mann. Nein, ich bin immer noch zu langsam. So, aber 2 Perücken kann ich tragen. Das geht. Da habe ich jetzt auch einiges mehr verdient mit. Okay. Dann mache ich doch mal eine Stärke mehr. Und dann kann ich vielleicht auch 3 tragen. Versuchen wir es doch mal. Da muss ich das wohl ein bisschen öfter machen. Kann ich denn eine davon? Oh ja, einen Spiegel kann ich tragen. Das geht. Und da verdiene ich ja auch irgendwie mehr mit, oder? Und Ziellinie. Sehr gut. Ich kann ein Geschenk anfordern. Und zwar 2-mal Stärke-Zauber. Was? Zaubertrank. Jetzt bin ich nochmal stärker geworden. Dann kaufe ich mir nochmal Stärke. Vielleicht soll ich mal lieber wieder was kaufen. So, zum Beispiel den Wald. Wir können ja weiter später mal weitermachen. Erstmal vielleicht noch ein bisschen Sachen kaufen. Also, ich habe jetzt den Wald weitergekauft. Okay. Oh, da hinten sehe ich doch was. Da ist doch mehr Wald. Vielleicht muss ich da irgendwie rüberkommen. Ah, der VIP-Bereich. Der ist wahrscheinlich auch teuer. Ich habe keinen VIP-Zugang leider. Warum habe ich die denn dann gekauft? Was soll denn das? Oh, hier ist auch noch mal ein Knopf. Nochmal Wald, hier hin. Und nochmal für 3 Münzen, aber jetzt wird es zu teuer. Jetzt geht es wirklich nicht mehr. Okay, also, ich werde jetzt ein bisschen ackern. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder mehr Geld habe. Damit wir den Sumpf hier schön machen können. Okay, Leute, ich kann jetzt irgendwie zu so einem Event oder so rüber. Das mache ich einfach mal. Keine Ahnung, was genau das bedeutet, aber... Achso, ich kann meine Münzen da reingeben und es sind aber nur 3 Minuten. Oh, das schaffe ich doch die. Machen die anderen dann auch mit? Sollten sie eigentlich, oder? Und dann? Und was gibt's dann für 5000? Okay, es ist irgendwie so ein Event oder so. Oh, das ist ja das N! Oh, das muss ich eben finden hier. Ich hab's. Und jetzt? So. Hier doch meinen neuen Wald, bitte. Ach nein, ich habe ja keinen Wald. Ich habe meine Münzen gerade da ausgegeben. Och, Menno. Ob das wohl alles so Sinn macht? Das ist doch nie im Leben genug. Warum helfen die anderen mir denn nicht? Das ist doch ein Koop-Event, da müssen wir doch alle mithelfen. Okay, ich glaube, das geht in die Hose. Ich glaube, da passiert jetzt nichts mehr. Ich warte noch mal kurz die Zeit ab, die da steht. Noch 37 Sekunden und dann schauen wir mal, was, ob dann irgendwas passiert. Ach so, okay. Ich habe jetzt einfach die Münzen bekommen, die ich vorher reingegeben habe.
Na gut. Wie auch immer, dann gehe ich erstmal wieder schuften. Update, Leute. Ich habe mir jetzt hier dieses Schwert gekauft von Prinz Charming. Ich habe übrigens, mir ist eingefallen, das heißt Excalibur, auch wenn es hier nicht steht. Und ich habe jetzt auch ganz schön viel verkauft. Ich habe jetzt, wie ihr seht, 3.500 Münzen. Damit kann ich mir jetzt bestimmt einiges kaufen. Hä? Und ich habe auch absolut keine Lust mehr, hier irgendwas zu machen, weil dieser Typ hier die ganze Zeit ist und halt Sachen rüber schleppt. Und das, der kann einfach so viel schleppen, dass er mir einfach die ganze Zeit voll im Weg ist. Ist es der oder der andere? Keine Ahnung. Aber das ist total nervig, weil dauernd ist er mir halt im Weg und dann werde ich zur Seite geschubst. Das Spiel irgendwie macht das ganz komisch. Weiß auch nicht, aber auf jeden Fall, ich habe ja jetzt auch genug Münzen und jetzt kann ich mir hier auch wieder ein bisschen was kaufen. Also mache ich einmal den Wald weiter. So. Das war's dann wohl mit Wald. Ja gut, und jetzt gibt's ein Boot. Oh, das wird eine Obby? Was ist denn das hier für ein Tycoon? Hier gibt's ja echt alles. Und dann kann ich hier über den Baumstamm rüber. Kann ich dann hochspringen? Ja, ich hab's geschafft und jetzt habe ich mir einen neuen Baumstamm geholt. Und da ist doch ein Baumstamm. Wie cool, hier ist das jetzt einfach wie so eine Obby. Richtig witzig. Ein weiterer Baumstamm. Und so kommen wir dann nämlich weiter ins nächste Bereich. Und hier ist das Ende der Obby. Cool. Okay, Passworteinkommen. Ach, passives Einkommen. Ah, da endlich. Wird ja auch mal Zeit, da muss ich nicht immer so viel arbeiten, sondern dann kriege ich einfach so, nur dadurch, dass ich das freigeschaltet habe, immer wieder Münzen alle paar Sekunden. Und hier kann ich ins Strandbad springen. Wow. Ach so. Und jetzt bin ich wieder hier. Verbessern Sie die Stärkestation. Okay. Oh, jetzt gibt es immer plus 2. Oh, richtig, richtig gut. Oh, das ist ja eine riesige Schreckstatue. Cool. Okay, ich sehe schon, hier ist ein Schild, was ich mir kaufe. Gefahr. Noch ein Schild, bitte. Wegbleiben. Vorsicht, Ogre. Oh, ich kann Schrecks Haus bauen. Cool. Wird ja auch mal Zeit. Ich wusste doch, dass er sie irgendwo hinkommen muss. Dann gibt es erstmal ein paar Kisten. Und die werden jetzt entpackt. Da gibt es einen schönen Teppich. Naja, schönes Ansichtssache, ne? Ist ein plattgedrückter Frosch eigentlich. Wie auch immer. Ein Wiedergeburtstoken. Und sowas habe ich nicht. Wie mache ich das? Fortschritt in der Tycoon und Wiedergeburt für besondere Vorteile. Durch die Wiedergeburt werden dein Stärkelevel und dein Tycoon-Fortschritt zurückgesetzt. Nee, das will ich aber ja nicht machen. Verstehe ich nicht so ganz. Okay, Lampe. Ich baue einfach alles, was mich nur Münzen kostet. Und schön einfach. Regal. Augen. Lecker. Ein Kessel. Kaminholz. Ein Topf. Regal. Truhe. Schön, schön. Ein Dach würde hier noch fehlen, würde ich sagen. Ein Tisch kommt da noch hin und ein Blumentopf. Okay, ein Regal habe ich gebaut. Da noch ein paar schöne Vorhänge. Ja. Hier noch ein Regal hin. Und... Oh, ich habe nicht genug, um das nächste Regal zu kaufen. Okay, jetzt habe ich schon mein ganzes Geld hier ausgegeben. Dann muss ich wohl doch noch wieder etwas arbeiten. Und wieder ein Update. Also, ich habe jetzt über 10.000 und dann kann ich jetzt hier... Oh. Was ist denn hier aufgetaucht? Eine Zwiebel? Okay. Was passiert, wenn ich die jetzt nehme? Ich will das nicht kaufen. Ich kaufe nur diese Sachen hier. Und dann bin ich hoffentlich bald auch hiermit fertig. Oh, einen Stuhl kann ich hier noch kaufen. Und einen weiteren. Oh, ein großer Tisch sogar. Da kommt noch ein Stuhl hin. Ah, stopp, das... Oh, dann bin ich einfach drauf gelandet. Nein, das mache ich alles nicht. Endlich ein Dach. Und Licht. Oh, ich kann jetzt extra Aufgaben von Esel und Schreck bekommen. Okay, wo sind die? Ach, direkt hier vor der Haustür. Super. Ich gehe gleich zu Schreck und Dingens. Esel, ich will aber jetzt noch Zäune bauen. Oh, eine Brücke. Cool. Dann haben wir jetzt das hier auch fertig. Hallo, Schreck und Esel. Wollt ihr mir jetzt nicht Aufgaben geben? Hm. Ich will nicht weinen, blöde Zwiebel. Dachte, die geben mir Aufgaben. Hallo Esel, ich bin dein größter Fan. Okay, dann gehe ich jetzt weiter zum Wiesensimulator. Hui! Cool.
Da steht wieder eine Schreckstatue, witzig. Okay, ach so, das ist einfach wieder das gleiche hier, wo man arbeiten muss. Die Kraftstation, okay, okay, okay. Bestenliste 7 oder Münze, so viel habe ich leider nicht. Ach Mann. Jetzt muss ich darüber gehen und da arbeiten, damit ich hier neue Arbeit kaufen kann? Was ist das denn? Boah, das kostet doch alles mega viel. So viel habe ich doch nie im Leben. Oh, hier kann ich auch eine Brücke. Vielleicht muss ich erst in die Richtung gehen. Kann das vielleicht sein? Muss ich erst da lagen? Dann ist das auch nicht so ganz teuer. Okay. Also einmal schnell Geld verdienen, indem ich Schwert darüber trage. Ist die Brücke jetzt endlich mal fertig? Dankeschön. Oh ja, das ist schon ein bisschen besser hier. Das kann ich mir eher leisten, was hier so ist. Oh, schon wieder eine Statue. Eine Kiste. Oh, hier ist nichts weiteres jetzt aufgetaucht. Da oben geht's weiter. Da steht was von Wald. Dann machen wir doch mal hier weiter. So. Da haben wir doch Wald hingebaut. Hier nochmal. Und, ach Mensch, schon wieder Geld leer. Okay, Leute, ich muss erstmal wieder ein bisschen mehr arbeiten. Dann, für mich bis später, für euch bis... Oh, hallo, ich will da jetzt rüber. Bis gleich. Also ich habe mich jetzt so stark hochgelevelt, dass ich jetzt tatsächlich von allen diesen Gegenständen 6 gleichzeitig tragen kann. Und das macht es auf jeden Fall einfacher, dass ich schneller Geld verdiene. Und jetzt kann ich nämlich auch hier weitermachen. Und warte, da musste ich wo hochgehen? Irgendwo musste ich hier hochlaufen, damit ich da den Wald weitermachen kann. Also ich glaube, hier geht es gerade nicht weiter. Da muss ich jetzt wohl doch auf die Wiese und da weitermachen. Aber ich habe ja jetzt auch inzwischen ein bisschen mehr Geld. Dann kann ich das wohl machen. Oh, warte, hier ist doch ein Stück Wald, den ich machen kann. Und eine Bestenliste kann ich hier hin machen. Was ist hier? Salte a la Casa di Schreck? Was? Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt gelandet? War ich hier schon mal? Okay, Wald. Wald. Das ist doch der Anfang hier, oder nicht? Das ist alles aber jetzt erst aufgetaucht. Okay. Nee, cool. Dann kann ich ja erstmal hier weitermachen. Da muss ich doch nicht darüber. Dann kann ich erstmal ein Geschäft aufbauen. Okay, cool. Schreckkopf. Was? Ach, da oben. Einen Laden machen wir hier hin. Okay, da ist Fiona. Oh, die kann man dann kaufen. Für Robux wieder, oder? Ja, war ja klar. Nee, das mache ich nicht, aber coole Option grundsätzlich. Neues passives Einkommen. Sehr gut. Schlammbad. Heuballen und Sonnenblumen. Oh, wie schön. Ich liebe Sonnenblumen. Noch mehr Sonnenblumen. Yippie. Wald. Zaun. Heuhaufen. Ah. Das sieht richtig schön hier aus. Cool. Okay, und jetzt kann ich mir hier noch den Zauberstab nehmen. Und... Ja, der ist ja leicht, da kann ich bestimmt noch mehr vertragen. Ich bin doch stark. Okay, nicht alle 6, ich verstehe. Aber 5? Auch nicht. Aber 4 kriege ich wohl hin, oder? Na, schau mal. Und jetzt habe ich schon wieder 20.000. Kaufe ich hier noch ein paar Heuball. Der hat zwar gesagt, ich wäre fertig, aber anscheinend ja eigentlich nicht. Hier muss doch mehr Wald hin. Oh ja, sehr schön wird das hier. Das wird wunderschön. Oh, Schreck ist auch da. Hallo, Schreck. Das kostet Robux. Das mache ich nicht. Und das kostet auch alles Robux. Okay.
Oh, für 26.000 kriege ich plus 15 Stärke. Oh Mann. Das versuche ich dann aber wohl mal. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe hier jetzt so einiges gemacht. Also ich habe jetzt inzwischen auch noch den Apfel freigeschaltet und den Hut. Und ja, meine Stärke ist auch krass hochgegangen, aber es ist echt mega anstrengend hier. Ich habe auf jeden Fall jetzt 100.000 nochmal zusammengesammelt und dann machen wir hier mal weiter. Also da kam jetzt noch ein Heuballen hin und hier natürlich mal wieder Wald. Man kann nie genug Wald haben, sage ich euch. Und noch ein Heuballen und damit ist jetzt der Simulator hier fertig und da kann ich eine neue Brücke bauen. Juhu, nächster Bereich. Okay, Brücke, Brücke, noch mehr Brücke und als nächstes geht's zu der Windmühle, steht da. Okay, ein Sprungbrett und damit kann ich dann wohin zum Wiesensimulator? Ja, der war ja gerade eben da schon. Okay, boah, jetzt wird's hier aber auch teuer. Was ist denn jetzt los? Auf einmal voll teuer hier. Das ist, oh Mann. Das war's mit den einfachen Preisen, oder was? Okay, hier muss noch ein Zaun hin. Da auch. Was ist denn jetzt mit der Windmühle? Oh, das geht ja echt immer weiter. Hier noch mal ein bisschen Wald. Und ein Schild, das ist aber zu teuer. Okay, und schon ist mein ganzes Geld wieder weg. War doch klar, dass das so schnell geht. Okay, schauen wir mal. Warte, ich hole mir mal eben noch mal zweimal diesen Hut. Da kriege ich ja schon wieder ein bisschen was dazu. Oh, da kann ich mir auch noch eine Brücke kaufen. Was? Für 98.000? Oh, die will ich aber irgendwie bauen. Okay, ein Moment noch. Ich baue noch mal was. So, jetzt habe ich 200.000. Oh, das ist echt anstrengend hier, die ganze Zeit so viel zu arbeiten. Aber ich kann jetzt die Brücke hier jetzt anscheinend ins Candyland oder so. Was? Was? Warum ist das? Ich brauche schon wieder 100.000. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ja einfach viel zu teuer und dauert viel zu lange, irgendwas zu bauen. Och Mann. Okay, warte, das. Ich will die Brücke aber wenigstens noch bauen. Also, ich mache dann hier nochmal 3 Hüte. Ah, es sind schon wieder nur 2. Ich wollte eigentlich 3 Hüte machen. Okay, klickt jetzt 3-mal drauf. 1, 2, 3, 3 Hüte. Jetzt bin ich viel langsamer. Und das mache ich jetzt schon die ganze Zeit irgendwie. Seit Stunden ziehe ich einfach nur Sachen hinter mir her. Aber wenigstens kriege ich so halt relativ schnell Geld. Und dann kann ich gleich die Brücke vielleicht mal fertig bauen. So, ich habe fast 100.000. Aber schaut mal, das Einhorn kostet sogar 510.000. Also ich bin da echt immer noch Welten von entfernt. Ich müsste das hier wahrscheinlich tageweise spielen, dass ich hier mal irgendwie durchkomme. Aber gut. Die Brücke will ich wenigstens jetzt noch fertig machen. So, Brücke ist fertig. Was gibt's jetzt hier? Also schaut doch mal. Süßigkeiten für 100.000k Münzen. Also das ist definitiv der Bereich, in dem ich noch nicht rein sollte. Sondern wahrscheinlich dann doch eher darüber. Aber auch da ist mir gerade alles zu teuer. Ich würde sagen, das reicht auf jeden Fall erstmal für heute. Danke Schreck, dass du mich hier zu Besuch hattest. Ich muss ganz schön viel für dich arbeiten, um den ganzen Sumpf hier fertig zu machen. Ist zwar cool, aber es ist auch wirklich eine Menge Arbeit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Hey Leute, ich bin's, Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!